Professor Dr. Ira Diethelm von der Universität Oldenburg und ich finde, dass Informatik verpflichtend an der Schule unterrichtet werden muss, damit unsere Kinder endlich lernen, wie die digitale Welt funktioniert und damit auch entsprechend viele Lehrer ausgebildet werden können, damit es den Kindern beigebracht werden können. Ich weiß, es wird nicht leicht und es wird immer wieder gefragt, welche Fächer dafür denn wegfallen sollen und man darf sich ruhig mal fragen, welche anderen Fächer denn heute die gleiche Diskussion bestehen würden. Das heißt, brauchen wir wirklich Kurvendiskussionen? Brauchen wir wirklich 4, 5 Jahre eine zweite Fremdsprache oder tun es vielleicht noch weniger? Das ist nur mal meine kurze, prägnante Idee.